Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schauen wir uns einfach mal nicht mein Gesicht an, denn ich sehe heute irgendwie schrecklich aus. Mein Gesicht sieht in der Kamera viel zu hell aus und egal. Aber ich wollte trotzdem für euch die Rezension drehen. Es sind hier irgendwie auch wilde Lichtverhältnisse und so. Ich hoffe, das stört euch nicht und ich hoffe, mein Gesicht stört euch auch nicht. Weil ich finde, in der Kamera sieht das echt schlimm aus. Naja, egal. Auf jeden Fall geht es heute um ein Buch, das habe ich vom Heine Verlag als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Ich habe das im Bloggerportal angefragt und dann zugeschickt bekommen. Und es handelt sich dabei um Love is War von R. Carr Lilly. Der erste Band, der heißt Verlangen. Und es gibt, wird mehrere Bände davon geben. Ich glaube, der zweite erscheint dann im August. Den werde ich dann auch als Rezensionsexemplar anfragen und dann auch für euch rezensieren, wenn ich ihn bekomme. Und genau, in diesem Buch geht es um Scarlett und sie arbeitet jetzt als Stewardess in den großen Höhlen und serviert dort Drinks an die Passagiere. Und eines Tages sitzt da ihr Ex-Freund im Flugzeug und möchte gerne mit ihr reden und durchbohrt sie mit heißen Blicken und so weiter und bestellt seinen Gin Tonic. Und genau. Es ist Jahre her, als sie ihn zuletzt gesehen hat und sie waren halt ein Liebespaar und es hat alles kein gutes Ende genommen. Und er möchte sie halt gerne wiederhaben und sie möchte da mitspielen und sie würde ihn dieses Mal brechen. Und ja, Liebe ist in dem Sinne Krieg, deswegen so wie das Titel auch schon es sagt. Genau, ich dachte erst, es würde vielleicht in die Richtung Erotikschiene gehen, ist es aber zum Glück nicht. Es sind natürlich Sexszenen vertreten und so weiter, aber nicht so schlimm. Also es hält sich noch in Grenzen, sage ich mal so. Es sind auch nicht so viele, wie zum Beispiel in Calendar Girl oder in Trinity. Da war das ja schon echt teilweise übertrieben mit den Sexszenen und es waren jetzt nicht massig viele. Es ging, ist wie gesagt. Und ja, man konnte es eigentlich auch ganz gut lesen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Es waren immer wieder solche Flashbacks zu früher, wo in die Kindheit von Scarlett und auch wo sie und Dante ein Paar waren. Also man kriegt dann halt aus der Vergangenheit Sachen mit sozusagen, was damals so passiert ist und wie die zusammengekommen sind und so weiter halt. Was ganz interessant ist und auch mit anderen Personen, wie sie sich dort damals verstanden hat und dann halt, wie sie sie heute wieder trifft und so weiter. Damit man halt die ganzen Hintergründe erfährt, finde ich das auch, macht das auch Sinn. Und genau, es ließ sich ganz flüssig lesen. Es war jetzt nicht so das spannendste Buch überhaupt, was ich hier gelesen habe. Deswegen habe ich das auch immer wieder mal aus der Hand gelegt und deswegen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht. Ich wollte es eigentlich schon letzten Monat durchlesen, also im Juni, habe ich aber nicht mehr ganz geschafft. Deswegen ist das jetzt im Juli das erste Buch, was ich gelesen habe, sozusagen, oder durchgelesen habe. Und hier ist auch hinten so ein Zitat von Anna Todd drauf. Ja, dass die Autorin, die Worte der Autorin sie direkt in die Seele treffen und sie jedes einzelne ihrer Bücher liebt. Ich kenne die Autorin noch gar nicht. Kennt ihr sie schon? Also ich nicht. Muss ich mal gucken, was sie sonst noch geschrieben hat. Vielleicht kenne ich da auch einiges und ich weiß halt nicht, dass es von ihr geschrieben ist. Kann angehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, hat es mir im Großen und Ganzen ganz gut gefallen. Ich habe dem jetzt so 4 Sterne gegeben. Es endet mit dem übelsten Cliffhanger ever. natürlich, solche, was ist das, New Adult, ja, schon ein bisschen älteres Romane so halt, also für ältere Leute sagen wir es mal so, für Erwachsenere, haben das ja oft so. Also zum Beispiel Paper Princess ist ja jetzt mehr New Adult, aber da waren auch so übelste Cliffhanger drin. Oh, ist das so nervig. Und genau, deswegen möchte ich auf jeden Fall weiterlesen. Nach dem Cliffhanger hat es mich auf jeden Fall gepackt, sagen wir es mal so. Wie gesagt, nicht das spannendste Buch. Zwischendurch hatte es auch so ein bisschen seine Längen, wie ich fand. Ist jetzt nicht so übelst lang. Also es hat 350 Seiten. Ist jetzt nicht so viel. Aber irgendwas ist jetzt da hinten ein komisch. Ach, das ist ein Vogel. Ich dachte gerade, was ist das da? Sah komisch aus. Egal, auf jeden Fall. Es war jetzt nicht so lang, aber genau. Und was ich erstmal eben kurz anmerken muss, ist, dass diese schwarzen Bücher, es ist ja genauso wie bei Trinity auch, es sind einfach mal, ich weiß nicht, ob man das irgendwie hier sehen kann, das sieht so dreckig aus, dieses Buch.
Und ich lese ja wirklich so, dass ich da eigentlich in meine Bücher keine Leserillen reinmache. Das war hier so gut wie unmöglich. Ich hoffe, das fokussiert hier jetzt. Ich weiß nicht, ob man da die Leserillen drin sehen kann. Also ich habe hier auf jeden Fall mehrere Leserillen reingelesen und das war einfach unmöglich. Ich habe so gelesen und ich mache da Leserillen rein. Das ist einfach mal, ich weiß nicht, ist das schlecht gebunden oder irgendwas? Ich weiß es nicht genau. Oder halt dünn, also vielleicht ist es zu dünn gebunden am Buchrücken hier. Also, genau. Also, ich weiß es nicht. Also, es war einfach unmöglich, da keine Leserillen reinzumachen. Ich hätte da mindestens vier, fünf große Leserillen drin, ne? Naja, ich weiß auch nicht, was das ist. Auf jeden Fall, ja, ich habe dem Buch jetzt 4 Sterne gegeben. So ungefähr. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Es kann angehen. Ja, es war auf jeden Fall in Ordnung. Wie gesagt, auf dem Cliffhanger werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Ich muss mich nochmal informieren, wie viele Teile diese Reihe haben soll. Ob das jetzt eine Trilogie ist oder ob das mehr Teile hat oder nur 2 Teile. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich dann nochmal schlau machen, wie viele Teile es da geben wird. Und genau, wenn ihr so dieses Genre mögt, wird das bestimmt etwas für euch sein. Was ich nochmal anmerken muss, eben, was mich so richtig genervt hat, war halt dieses. Dass die sich solche Wortgefechte gegeneinander ge so geliefert haben und die immer gewinnen wollten. So. Es war halt immer so dieser Wettkampf zwischen den beiden, wer gewinnt und so weiter. Das war so nervig. Denke ich mir auch nur so, Leute, seid doch mal ernsthaft und geht das mal ernsthaft an und nicht immer in so einem Wettstreit. Das war so nervig. Ganz ehrlich, das war, was mich so richtig genervt hat an diesem Buch. Das ist halt, also dass sie aus jedem Gespräch einen Wettkampf machen, wer das gewinnt und wer die Begegnung gewinnt und sowas. Vor allem die Protagonistin hat mich echt dadurch genervt, weil sie das alles wie so einen Wettkampf gesehen hat und das war sowas von nervig. Und ich weiß auch nicht, ich sympathiere nicht so hundertprozentig mit Scarlett, muss man schon sagen. Zwischendurch kann man sie verstehen, auch durch diese Vergangenheit und so weiter. Aber dieses ganze Wettkampfgedöns, das hat mich so genervt, dass sie bei jedem Scheißgespräch versucht, irgendwie zu gewinnen. Von wegen, ja, Scarlet 1 und dann zu 0. Das war so nervig. Also echt, ey, wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das auch so genervt hat. Also mich hat es genervt und ich bin gespannt, ob das im nächsten Band auch so sein wird. Mal sehen, das war das, was mich so richtig genervt hat in diesem Buch. Irgendwann dachte ich mir auch so, kannst du mal aufhören, ne? Mädels, das ist so nervig. Ja. Naja, schreibt mir, wenn ihr es gelesen habt, in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Naja, auf jeden Fall fand ich es ganz in Ordnung und ich werde weiterlesen. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Dann war es jetzt mit dem Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Rezension. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.